Das Limit bis 80 Kilo. Armin Hautzic, die blaue Ecke. Und Sufyan Moussaoui, in der roten Ecke aus dem Gym von Mustafa Erol. Größenvorteile, ganz klar bei Sufyan Moussaoui. Mal gespannt, ob die auch einsetzen kann, auch einen nutzen kann. Armin Hautzic stellt hier Moussaoui in der Ecke, kann aber noch nicht. Kann aber nicht genug, sag ich mal, sehr großes Potenzial verschlagen. Aber ich denke, was in sich ist, kann ja noch werden. Aber nur knapp am Kinn von Moussaoui vorbei. Wieder. Was ich wirklich nicht verstehen kann, ich meine, Beinvorteile, eine Beinlänge hat Moussaoui. Auch wenn ich mich da jetzt wiederhole, mal einen Frontkick raus, so wie jetzt, aber halt dann, wenn der Gegner kommt, das muss natürlich auch entsprechend getimed sein, dann halte ich den weg von mir. Er muss wieder neu aufbauen. Ja, es bringt schon einiges. Aber ja. Runde und ich denke, da muss man kein Prophet sein, dass dies eine deutliche Runde für Armin Hautzic war.
zweite Runde. Im Duell zwischen Armin Hocic, die blaue Ecke, und Sofian Moussaoui, die rote Ecke. Danach werden wir einen Boxkampf noch erwarten, ein Rematch zwischen Patrick Franz, der erneut auf Roman Hill treffen wird. Die beiden hatten schon einmal das Vergnügen. Braun unterlag und hat da noch eine Rechnung offen. Oh, schönes Knie zum... Nein, der war nicht tief. Also das habe ich jetzt aus meiner Position nicht gesehen. Er muss ihn dann nicht mal wirklich tief getroffen haben, aber wenn er schon mal so ein Suspensorium trifft, das reicht dann schon meistens aus. Absicht war jedenfalls keine dahinter, wenn es dann wirklich tief gewesen sein sollte. Ja, also der Backkick, der war jetzt mal eher nix. Jetzt dreht er Moussaoui auf und bringt Hocic in große Bedrängnis. Der muss aufpassen. Jetzt trifft Moussaoui aber wie er möchte. Ich weiß nicht, hat er sich das in der ersten Runde mal so, hat er sich seinen Gegner da gerade mal angeguckt, mal geguckt, wo sind seine Lücken, wo sind seine Schwachstellen, und so gesagt, ich fühle mich so gut, ich kann auf jeden Fall den Kampf in Runde 2 und 3 noch zu meinen Gunsten drehen. Das ist schon ein kühnes Unterfangen, weil 3 Runden, ne, man gibt die erste Runde ab, dann weiß man, ich muss ja Runde 2 und 3 gewinnen. Man erhöht also auch den Druck auf sich selbst. Aber so wie Moussaoui das bis jetzt her macht in der zweiten Runde, also das ist deutlich, deutlich besser als in Runde 1. Da kommt den nochmal durch, aber die rechte, die ist jetzt zu weit ausgeholt gewesen, somit leicht zu erkennen für Moussaoui. Sehen wir auch noch in der Ecke Meso Selimovic, der später noch gegen Vadim Feger antreten wird im Kampf um den Supercup Champion Titel in der 90 Kilo Klasse. Ja, das sollte sich Moussaoui auf jeden Fall machen. Ja, da wird auch noch mal schon abgewischt, so sollte das auch sein. Spannender Kampf. Auch wenn es in der ersten Runde alles deutlich pro Hocic ausgesehen hat, sieht das jetzt gar nicht immer so wirklich aus.
Spinningback ist von Hotzic. Jetzt kommt aber auch Moussaoui durch. Da müssen sie aber auch beide aufpassen, weil Spinning Backfist heißt nicht einfach eine gedrehte Aktion wieder vorzumachen, sondern eben halt auch mit dem Handrücken ins Ziel zu gelangen. Ja, das ist natürlich schwierig, weil passiert das in der Ringmitte, dann ist davon auszugehen, dass der Gegner sich ja auch ein Stück weit bewegt. Und dann, wenn man sich in dieser Drehbewegung befindet und genau dann stimmt die Distanz nicht mehr, und dann kann es natürlich auch vorkommen, dass man eben nicht mit dem Handrücken trifft, sondern halt eben Unterarm oder Ellenbogen. Das ist dann eigentlich schon ein Foul. Das heißt, wenn ich so eine Spinning Backfist bringe, die natürlich auch gut ausgeführt ein sehr effektives Mittel ist, dann muss ich aber auch sicher sein, dass ich so treffe, wie ich sie treffen darf. Jetzt ist er aber getroffen, Moussaoui. Jetzt ist er in Schwierigkeiten. Ja, hat er so ein bisschen den Mundschutz rausgenommen, um auch ein bisschen, ich will nicht sagen Zeit zu schinden, aber es hatte so leicht den Anschein. Lässt hier sträflich die Deckung hängen, und ich glaube, das könnten jetzt die Aktionen sein, die er wird angezählt. Er wird angezählt. Also, es gibt ja auch diesen Spruch, protect yourself at all times. Und wenn er da nicht, der kann sich nicht einfach wegdrehen und sagen, ich bin hier tief getroffen worden. Das geht nicht. Also, die letzten Sekunden, und ich denke auch mit dieser Aktion, hat Soufiane Moussaoui den Sieg aus der Hand gegeben. Ja, also ich glaube nicht, dass er selbst im Glauben sein kann, dass er hier diesen Kampf für sich entschieden hat. Rein rechnerisch geht es schon mal gar nicht, weil diese Runde hat er mit 2 Punkten abgegeben. Selbst wenn er Runde 1 ins Runde 2 gewonnen haben sollte, wäre es rein rechnerisch nur ein Unentschieden, dass er die erste Runde nicht gewonnen hat. Ich glaube, das hat man sehen können. Also kann es im Endeffekt nur ein Punktsieg für Armin Hodzic sein. Aber warten wir mal auf das Ergebnis der Punktrichter ab. Absolut. Ja.